Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transocean, the Shipping Company. In der letzten Folge haben wir festgestellt, wir haben ein Problem. Wir kriegen einfach keinen dummen Auftrag für Honolulu. So, und das nächste Ziel ist Los Angeles mit radioaktiven Waren. Da bringt es doch nichts, wenn wir nach Anchorage fahren. Da bringt es höchstens was, wenn wir einen Zwischenstopp machen. Oder, nee, wir machen es so. Und des Weiteren wird hier immer noch geschraubt und gebastelt und getan. Aber jetzt können wir ablegen. Nach Valencia. Gut, dass wir so schnell sind mit diesem kleinen Schnellflieger. Und die Black Mary hat hier für 30 Millionen den Auftrag jetzt endlich mal abgeliefert. Und dann haben wir schon beschlossen, wieder Richtung Amerika zu schippern. Ist natürlich auch Quatsch, dass ich... Ich muss natürlich immer in den Feedern gucken, ob da neue Strecken dabei sind für... ne, ihr wisst schon. Da reparieren wir mal eben. Ja, ich muss mit den Feedern gucken, ob wir da neue Strecken bekommen, neue Aufträge, weil Honolulu kann natürlich nur von den kleinen Feedern angefahren werden. Und dann kriegen wir auch nur die entsprechenden Aufträge, die wir mit dem Schiff machen können. Ihr werdet das wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben haben, aber kann ich ja nicht gelesen haben, weil ich am Stück produziere. Das kann ich, glaube ich, nicht oft genug sagen. Gut, da fahren wir in einem durch. Würde ich sagen. Und die Black Mary in Busan wartet auf bessere Zeiten. Die gerade eingetroffen sind. Also geht es los nach Balboa. Sie haben den Großauftrag nicht geschafft. Wie schade. Nun ja, Sie werden weitere Gelegenheiten bekommen, wenn ich den nächsten Großauftrag anziehe. Ja, ich freue mich schon. Ruf gesunken, ist mir egal. 5 Millionen bezahlt, ist mir auch egal. Die Frau soll mir einfach nicht auf den Senkel gehen. Auftragsliste. Lissabon und Felixstowe liegt auf dem Weg. Und es in 8 Tagen erreicht. Jetzt waren wir gerade in Shanghai, hätte ich mal eben gucken können wegen... Naja, blöd gelaufen. Aber wir sollten echt ein paar Feeder noch kaufen. Gute Feeder, große Feeder, mit denen wir diese Aufträge auch erledigen können. Je mehr Schiffe wir haben, umso besser. Elektronik nach Los Angeles. Maschinen nach New York. Dann haben wir nämlich endlich New York. Aber schauen, ob wir noch was dazu bekommen. So, unser neuer kleiner schneller Feeder ist in Valencia angekommen und auf dem Weg nach Colombo. Colombo, haben wir noch was auf dem Weg dahin? Naja, eigentlich nicht wirklich. Lass mal immer durchfahren. So, wir holen. Achso, eben gucken, bevor ich es mir vergesse. Einen Tag fertig. Gut, dann kaufen wir nochmal einen Feeder. Wieder ein Bulky in Hamburg. 1,4, jawohl. Komm. Die Fury.
So, von den Panmax, von den Panamax. Da haben wir Long-Range-Schiffe oder die High-Speed-Dinger. 15 Knoten 5000. 24 Knoten 3000. Nee. Lassen wir mal. So, wo haben wir sie denn? Da ist die Fury. Ja, und ich hätte gerne irgendwas Richtung, ne? Möbel Richtung Los Angeles. Aber auch hier. Wenn schon, denn schon. Vielleicht haben wir hier jetzt Glück und kriegen was für Honolulu. So, was haben wir hier? Wir waren hier auf dem Weg nach Felixstowe. Da fahren wir durch. So, die Cranberry ist bereit für ihre Fahrt nach Los Angeles. Und los geht's. Da ist nur noch die Fury im Hafen, die wird gerade aufgebessert. Und da suchen wir jetzt immer Aufträge nach Honolulu. Ich weiß gar nicht, was Honolulu annimmt als Hafen. Für Waren. Vorher kümmern wir uns um die Pacific Pearl. Die ist auch ein Fieder, auch in der Nähe hier. Ich mache mir langsam Sorgen um den Auftrag, ne? Wir müssen den ja auch erfüllen irgendwann mal. Wo wollte ich hin? Auftragsliste, genau. Vielleicht kriegen wir in Los Angeles ja Aufträge dafür. Wir reparieren auch den hier. Okay. Aufträge hier. Nix. La Bella. Mit Spirituosen angekommen in Felixstowe. Und wir können dann mal wieder aus dem Vollen schöpfen hier. Mal voll beladen bitte. Betanken meine ich. Vancouver, Georgia Ports, Vancouver. So, wie sieht's aus bei der Fury? Haben wir da was von Honolulu dabei? Nein, haben wir nicht. Schauen wir nochmal. Haben wir jetzt was für Honolulu dabei? Nein. Haben wir nicht. Wie sieht's hier aus? Auch nicht. Versuchen wir es nochmal. Buenos Aires. Vladivostok. Auch nicht. Und bei der hier? Nix. Tja. Wir haben den Maschinen- und sonstiges Auftrag abgeschlossen und sind immer noch mit Elektronik unterwegs auf dem Weg nach Los Angeles.
Boah, da kriegen wir aber auch. Da müssen wir noch was an Bord nehmen. Die Pacific Pearl ist auch fertig. Hat immer noch nichts für Honolulu dabei. Tja, dann machen wir uns einfach mal so auf den Weg. Aber das ist natürlich nicht viel hier. Können wir auch noch einen Tag warten. Ein Schiff kann anlegen. Die Black Mary. Auch hier wäre es schön, wenn wir da... Ja gut, Kolonnen. Aber nichts Honolulu. Aber Buenos Aires. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Das nehmen wir mal mit. So. Haben wir jetzt ein bisschen mehr? Nein, haben wir nicht. Na, die kriegen wir halt, naja. Das wäre einmal komplett um die Welt sozusagen. Obwohl, nee, Port Said und dann... Sind wir in 34 Tagen. Wir haben kein Limit. Könnten wir also mitnehmen. Und was Schweres haben wir dann nicht mehr. Port Said ist kürzer. Mit Zwischenstopp in Colón. Wieder mal Piraten. So. Los Angeles. Los Angeles. Und noch einmal. Gut, nichts mehr dabei. Los geht's. Dann einmal anlegen. So, da mal wieder ein Fieder. Haben wir jetzt was von Honolulu dabei? Nein. Wir können aber dann fragwürdige Ware nach Havanna mitnehmen. Über Anchorage. Alles keine Terminsachen. So, und hier haben wir immer noch kein Honolulu. Nein, nur zweimal New York, was wir da mitnehmen können. Ich will ja Honolulu haben. Wir müssen das haben, weil sonst... Das ist doch ein Witz. Hm. So, Metro Vancouver war das Ziel. Da können wir nichts weiter mitnehmen. Aber anschließend dann von da aus weiter nach Sydney. Ja, und unsere Fury hier, das ist echt ein Witz. Hahaha, Medikamente. Machen wir. Mir doch jetzt egal, dass ein Kühlsystem fehlt. Das ist Kirma. So, wir sind bereit. Endlich. Kann man noch was mitnehmen? Los Angeles. Nehmen wir auch noch mit. Wir fahren ja eh dahin. So, Los Angeles liegt, ist die erste Anlaufstation.
Bei maximaler Geschwindigkeit von 18 Knoten kommen wir da nicht hin. Also müssen wir erst einen Zwischenstopp über New York, über Georgia Ports machen. Oh, und endlich können wir auch Honolulu anfahren. Kommt im Himmel. So, wir sind in Colon. Mit Waren für den nordafrikanischen Raum. Dann machen wir mal einen Zwischenstopp in Dakar. Und sind in Buenos Aires. Auch den haben wir, glaube ich, noch nicht angefahren, den Hafen. Und weiter geht's nach Colon. Können wir in die Richtung was mitnehmen? Nein, können wir nicht. Generell sollten wir aber immer mal gucken. Fällt mir gerade wieder ein hier. Mombasa, Buenos Aires, Hongkong, Singapur. Nix dabei. Jetzt haben wir die Fehlermeldung drin. Okay. Öfters mal was Neues. Ja, die Cranberry, die habt auch einen geilen Job hier. 24 Millionen. So, St. Petersburg. Sieht gut aus. Machen wir mal einen Zwischenstopp. In New York. Diese Meldung nervt. Und unsere kleine Titania hier ist angekommen in Cayman Ports. Auf dem Weg nach Havana und Anchorage. Können wir auch nichts mehr mitnehmen. Machen wir es mal so. Ach, übrigens, was lustig ist, falls ihr nicht bemerkt habt, ich habe es glaube ich aber schon mal gesagt, die Musik sich dann immer ändert. So. Hier sind wir auf dem Weg nach Sydney. Oh, eine Direktfahrt. Dann nehmen wir auch die Post nach Fremantle mit. So. Na so, dann können wir wieder gucken nach neuen Fiedern. Ein großer Fieder. Ich hätte gerne wieder einen großen, halbwegs schnell, eine Bulky. Die Horizon. Steht in Hamburg bereit. Und verbessern das Schiff erstmal wieder. So, und dann schauen wir noch in der Panamax. Da nehmen wir Low Range 15 Tage, 17 Tage, 15 Knoten. Boah, Super Speed S. Ich mag die. Ich mag die wirklich. Ist der Shark. Yes. Also ihr seht, wie es in der nächsten Staffel weitergeht. Wir haben ja richtig in Schiffe investiert. Und der nächsten Staffel geht es dann darum zu gucken. Oh, Moment, was hatten wir denn hier beim letzten Mal? Da müssen wir jetzt wieder Frachtdämpfung machen, ne? Deshalb, wie ich es gleich verteilt habe. In der nächsten Staffel geht es dann weiter. Lieber Garderul, du musst den Firmenauftrag erfüllen, deine Flotte ausbauen. Vielleicht noch eine weitere Zweigstelle in Shanghai errichten. Wäre so jetzt mein Ziel. Immer schön die Aufträge im Kopf behalten. Und wir sind in der nächsten. Ach, lieber Gott. Wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder von Transocean The Shipping Company. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Lasst mir Kommentare da, Daumen, Feedbacks, Abos und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.